ist der Thronsaal? Hallo? Falsche Königin. Bist du hier? Endlich bringst du mir den Splitter. Nö, mach ich gar nicht. Ich mach den Spiegel kaputt. So. Witzig. Brauchst gar nicht so blöd tun. Meinst du bloß, weil die Sucher dir gehorchen, hab ich Angst vor dir? Kein bisschen. Die Sucher suchen den Splitter. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und wer ihnen im Weg steht, wird auch zum Sucher. Denn nichts ist wichtiger, als den Splitter zu finden. Den Splitter der Wahrheit. Aber du hast recht. Ich brauche diese Kreaturen nicht mehr. Sie können wieder die Menschen werden, die sie vorher waren. Du kannst sie zurückverwandeln? Ich nicht. Der Spiegel kann das, sobald er wieder vollständig ist. Also bring den Splitter her! Aber du bist ja ich. Nicht ganz. Wie du siehst, fehlt mir eine Ecke. Und außerdem friere ich, während du in Wolle gepackt bist. Bist du die falsche Königin? Ich bin nicht falsch. Nur spiegelverkehrt. Und etwas lediert. Aber bald wieder vollständig. Aber wieso? Was hat das zu bedeuten? Viele Fragen, auf die du die Antwort längst weißt. Aber nicht wahrhaben willst. Aber das ist mir egal. Du hast etwas, das mir fehlt. Also gib es mir. Ich will den Splitter. Sag mir, warum ich ihn dir geben sollte. Warum, fragst du? Warum? Ich erfriere. Ich spüre meine Finger schon nicht mehr. Dafür tut mir der Kopf weh. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kannst meinen Mantel haben. Puh, der wird nicht helfen. Sag mal, du begreifst es wirklich nicht, oder? Was meinst du? Na schön. Ich war lang genug die Böse. Zeit für die Wahrheit. Augen auf. Glaubst du, Janus und Sam werden wieder da sein? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und Sedgwick auch? Sobald der Splitter eingesetzt wurde, auch wenn es da draußen kein Noah mehr für dich geben wird, der Sedgwick hier in Silence wird für immer an deiner Seite sein. Alles wird wieder gut. Wer bin ich dann? Du bist die Königin von Silence.
Was ist passiert? Hast du etwa den Splitter eingesetzt? Ich hab dir doch gesagt, ich lass dich nicht allein hier. Ach, mein Hüpfer.